Hallo und willkommen zurück zu The Strained. Und wir spielen wieder zusammen mit Torben. Don't be an echo, be a voice. Und Chi. Hallo. Das fängt auf jeden Fall schon gut an. Hallo. Und wir sind stehen geblieben im Schlafzimmer von Mr. Price. Denkt ihr euch eure Begrüßung eigentlich irgendwie zu Hause vom Spiegel aus oder so? Und ich bin die Einzige, die hier immer überrascht ist, klar, dass ich was sagen muss. Ich habe so eine lange Liste. Die lange Liste ist, hallo, hallo, hallo. 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 Oh, ist wie bei Kein Pardon. Hallo, hallo, hallo. Coffee first, schon wieder. Ja, natürlich. Da ist er wieder, der Junge im Piano. Oh, der ist so hässlich. Oh, er konnte sich ein Telefon leisten. Ach, er nennt seine Leute rausschmeißer Aktion Gig. Ich meine, der Gag. Ja, also wir haben jetzt ja Mrs. Goodwin rausgeworfen und Mr. Taylor. Aber der ist frei, mehr oder weniger freigegangen, weil wir ihm ja geholfen haben mit seinem Hund. Aber der hatte ja schon, Strom war ja schon weg in seiner Butze und stand ja schon an so einer brennenden Tonne draußen. Das war ja auch nicht so richtig gut. Wann kommt der Elefant? Der Elefant, der kam im Wald und ist mit der Brücke in den Abgrund gestürzt. In das Klowasser. Ja, genau, wie ein Tuffi in Wuppertal. Ja. Oh. Als Tuffi in die Wupper fiel. Aber ist Tuffi nicht aus der Schwebebahn gesprungen? Ja. Ja. Oh Gott. Die hatten doch, als sie beim Eröffnungstag der Schwebebahn, haben sie, weil Leute alle Angst hatten, damit zu fahren, gesagt, haben sie gedacht, hier, wir holen uns einen kleinen Baby-Elefanten, tun den da rein, um zu zeigen, wie stabil das ist. Und der hat Panik bekommen, ist rausgehopst. Ja. Aber hat das überlebt? Ja. Ja. Bisschen, genau. Da war ich nämlich bisschen auch der lediert, aber... I need coffee first. Emotional scarred for the rest of its life. So, hier sind wir, die magischen Spiegel. Elefanten sind eh überflüssig. Abby. Ah, es wird gehupt. Ich hoffe, ihr wisst noch eure Farbe. Ich bin blau. Ich bin grün, glaube ich. Ja, das ist traumrot. Müsste eigentlich. Echt? Ja. Ah, my new coffee maker Deluxe 2000X74AG3. Der lebt jetzt in Luxus. Ich habe ganz vergessen, dass wir das alles vorlesen. Oh, one press of a button is enough. Aber du hast dir doch vorgenommen, heute immer in eine Dose reinzureden. Hi, Fans. Nachschlag gibt's später. No more fetching water from the weirdest of places. Also auch nicht auf dem Klo, oder was? Luxury, one could call it. Oh. Huh? Who might that be? Ey, das ist das geilste Klingeln ever. Hello, this is Price speaking. Mr. Price? This is Stuart speaking. Ach, das ist der Pfleger von der Frau. I'm calling from our nursing home on behalf of Mrs. Goodwin. Hatten wir das nicht schon? Nee, der hat aber schon mal angerufen. Der nervt uns die ganze Zeit. Is everything okay? She had a stroke. Oh nein. Noch ein. But she's doing relatively fine. Let me guess, she asked me to visit her? Impressive, Mr. Price. Oh. Indeed so. It would mean the world to her. Could you please consider doing so? Yes, of course, I'll come to see her. Thank you, Mr. Price. I let her know. Thank you for calling me. Oh, oh nein. Da sind die Eltern wieder. Oh nein. My dreams of guilt are coming true. Was macht ihr? Schon wieder den Kaffee ausgetrunken? Ja, ich weiß, dass es blau ist, aber ich spreche doch die Mutter. Und der blaue ist der Vater. Achso, dann mache ich den Vater. You are right, dear. I will never forget that day. Oh, look, dear, it's our little boy. I can see that, hon. Hey, son, don't mind, we took some coffee already. Mm. Ich will nichts, aber das ist genau das gleiche Gespräch, was wir das letzte Mal mit ihm geführt haben. Haben Sie das gesagt? The coffee tastes great this time. Not at all. Since you are here, I guess you have something important to tell me. That is correct, son. It seems you're still
Pursuing the rich. S. At the expense of the others. What your father's trying to tell you is that you are losing yourself in the process. Hmm. I think I know what you mean. But I can't quit now. I'm so close to success. How about Mrs. Goodwing? We heard she's not doing too good. Don't you think she would rather be at her home? I know, I feel horrible for her. Maybe you would understand if you saw the consequences of your actions. Oh, wie die Geister der Weihnacht. Echt, ne? Yeah. You should go and see Miss Goodwin. You should go and see how Mrs. Goodwin is doing. Habt ihr eure Lesebrille nicht auf heute? Hey, you don't need to be so pushy. Pushy. No, son, we do. We are only thinking what would be the best for you. Sorry, I know that. See, you can be very compassionate, honey. God, oh God. Elefant. Nathan. Is anyone at home? I'm looking for Mr. Price. Oh man, I'm losing my mind. Okay, focus. Drink the coffee and suit up. I need to get my head straight. Hello. Oh, yum, yum, yum. Da ist mein Käffchen getrunken. Er sieht auch aus, als wenn er einen Stroke hätte, ne? Mit seinem halb offenen Mund. Ja. Und an der Nase hat er einen ganz kleinen Einpixelpunkt. Und frage mich immer, ob das ein Piercing ist, aber den hat er auf der anderen Nase auch, auf der anderen Seite auch. Dann nicht. Okay, I'll get dressed and I'm off. Ja, das ist aber auch einfach nur faule Programmierer-Ding. Wenn er nach links spiegelt, der ist einfach nach links und rechts. Hm. An dem Kind einen Euro weniger an den Grafiker. Speichern soll, ne? Grafiker. Alright, I will pay Mrs. Goodwin a visit. I hope she's okay. Hm, das ist bestimmt sehr erfreulich jetzt. Muss ich jetzt Stuart und Miss Goodwin sprechen? Ja. Du sprichst, wen du möchtest. I travel to meet Mrs. Goodwin. I travel to meet Miss Goodwin. I hated myself. But maybe. If I confront her. Dot. Maybe I could find peace of mind. Question mark. Ja, das ist sehr wahrscheinlich, dass es Peace of Mind für das. Das finde ich witzig, dass Deception Exception ist. Hello? Anyone there? I'm here to see Mrs. Goodwin. Speaking of service. Schau dir seinen Hut auf. Welcome. Wir haben alle Silent Hill. ist das normal? Das nee, ich mache das. Ich habe es okay. Was ich gerade sagen? Was kann ich mir denn angucken? Nur das Bild mit den Leuten kann ich nicht reden, scheinbar. How are you? Okay, take care. Oh, gucken Sie, weißes Rauschen? Snow. No wonder these folks are so absent. Hier geht alles mit rechten Dingen zu, glaube ich. Mach mal die Hosenstalllampe an. Danke. Sehr gut. Ah, da steht ja jemand im Dunkeln. Eine alte Kartoffel. Kartoffelsack. Hallo. Sir? Ahem. Can I get past, please? No point, he's sleeping like a rock. Tritt mal gegen das Gestell. Ich hab den Trittknopf, glaube ich, nicht belegt. Ah. Ich guck mal, was hier ist. Noch mehr alte Jetzt Leute. Jetzt kommen hier gleich so, warum sind denn hier so Nurses so mit so Beinen anstatt Köpfen. Ja. Oh, das könnte sein. Aber warum ist das hier so vergittert? Da ist auch Blut an der Tür. Das schon wieder? Potatoes? Potatoes? Potatoes. Oh Gott, guck mal, die sehen wirklich gruselig aus. Potatoes! I refuse. Potato, potato. I shall not cook anything, no. Potatoes. My skills are going to waste. Potatoes. I refuse. I need better ingredients. It would be nice to have some meat every now and then. Go away, get lost. Lauf weg, die Krankenschwester sieht komisch aus. Ja, sie sieht wirklich ein bisschen komisch aus. Red mal mit ihr. Ich glaube, die frisst dich. Nee. Nicht mit ihr reden, du kannst nicht mit ihr reden. Ich glaube, die wollen mein Meat haben. Menschenmeat.
What the hell is this program? I better just leave it. Die haben wirklich, die haben sich sehr stark von Silent Hill inspirieren lassen. Meinst du? Ja. Ich habe gerade alle Resident Evil Filme nochmal geguckt. Habe ich das schon erzählt? Hat sich Resident Evil von Silent Hill inspirieren lassen? Der neue Teil, aber nee. Nee. Aber die Filme sind zu großartig schlecht. Mm. Oh, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal schon erzählt. Ich habe die ersten irgendwie, aber es ist schon so super lange her. I don't like using public toilets. Ja. Ist gut, dass du so eine gute Blase hast. Vor allem ist er ein Mann, der braucht sich nicht mal hinsetzen. Trotzdem. An der Bahn hing so eine Werbung, da stand drauf von Gluten und Basen, keine Ahnung, oder so ähnlich. It's locked. Noch eine Kampfmaschine? Lass mich mal kurz meinen Bart streicheln. Hello. I'm frustrated. Oh Gott, only potatoes after potatoes. Yes, I overheard the conversation. Saving a call it. These people need better food. Das glaube ich auch. But I can provide them with only potatoes. I'm sorry. Leave me alone. Doch, mein Ohr. Ich bin extra ein Stück weggerutscht hier vom Mikrofon. It's locked. Kannst du an dem Typen vorbeigehen eigentlich? Nee, geht nicht. Der blockiert den Weg genau wie die Kartoffel. Sehen die Leute deswegen so kartoffelig aus? Ich kann sagen, man isst, was man isst. Ja. Aber isst man nicht, was man isst? Hm, auch. Anyone there? No answer. Da wohnt bestimmt Mrs. Goodwin. Die hat aber beim letzten Mal schon nicht geantwortet. Die antwortet nie. Nee. Maybe. Du kannst in den Keller gehen. Nursing Home Basement. Was ist denn das? So eingepackte Bilder? Oh. Oh. Er steht hier so im Keller rum. I thought I heard something. Hey kid, could you do an older man a favor? Sorry, who are you? Janitor Carpenter at your service. Heißen die alle wie das, was sie machen? Janitor und Carpenter. Die heißen Price und der Typ im Wald hieß Taylor. My name's Price, nice to meet you. And sure, what do you need? I was in the middle of something. Alleine im Keller? But then the electricity went off. I'm guessing the circuit breaker tripped. There is a fuse box near the kitchen. Schauen wir mal. Could you check the fuse over there? Auf keinen Fall. Ja, wir haben es ja nicht eilig, ne? Dann machen wir das mal. Thanks, kid. I'll let you borrow my key. Tell no one. Alright, be right back. Okay. Aber bei der Küche war der Dude da und hat uns nicht durchgelassen. Oder war das der Schlüssel? Die Tür war davor, glaube ich. Kannst du in den vergitterten Bereich. Da ist dann das ganze Frischfleisch drin, was die Alten nicht essen dürfen. Tap, 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 tap. Gut, dass diese gruselige Krankenschwester weg ist. Ja, nee, war auch. Die war, da gibt es doch in Silent Hill im ersten Teil die Krankenschwester, die kein komischer Zombie ist. Und ja, die, aber hat die ist ja auch, nett, oder nicht? Ja, die ist nett, aber die hat nachher auch diese nach unten verlaufende Schminke. Ich glaube, ich habe mich hier vertan, oder ist hier. Ach, hier ist noch eine Tür. Jung. So, nicht, dass das gleich jemand anfällt hier, ne? Immer erst, wenn man den Schalter benutzt. This must be the fuse box. Das stimmt. Let's see. Oh, Quicktime-Event. Du machst irgendwas falsch. Du musst rausfinden, in welche Reihenfolge. Ein geht noch. Ha. Got it. Was ist das für eine Fusebox, wo man so ein Rätsel machen muss? Geil, ich hätte auch gerne so eine Fusebox, das wo ich jeden so Tag... Das ist so für Leute mit Parkinson'sche. Die dann nicht mehr stillhalten können und dann müssen sie halt während der Finger darüber so flubbert, müssen sie schnell die richtige Reihenfolge drücken. Ich rede mal nicht mit ihm, ne? Aber er will Potatoes. Naja, ich wollte nur Christins Ohren schon. I say potato. You say potato. Potato. Elephant. Das kenne ich aus Dings. Da ist der Fleischwolf hinter. Shining. Ja, meinst du, hier kommt auch gleich so blutig die Gänge. Och, dieser Opa hier im Dunkeln, ne? Ja, der Junge hat das Shining.
ist die Krankenschwester jetzt hier an der Rezeption? An der Dezeption? Nee, ne? Ich mochte die Halloween-Folge von den Simpsons von The Shining, wo Oma dann so durchdreht und die Treppen hochläuft und Marge jagen will und dann den Spiegel zieht und so einen Schreck bekommt und die Treppen runterfällt. Stimmt. Verpasst sie nicht einen mit Baseballschläger? Nee, er erschreckt sich vor sich selber. Oh, was ist hier? Hey. Ah, thanks, Kid. Electricity is back on. What the hell are you doing? I'm disposing of the corpse. Klar, corpse, who is that? Just some oldest. He died in a few days back. He died a few days back. It's cheaper this way. Ich finde gut, dass du über den... Das Ding ist so laut. I feel sick. What's that? Sick kennt er nicht, oder? Was ist denn mit ihm los? Ich muss leider nochmal mit ihm sprechen. Wie lange geht das vor allen Dingen? I'm gonna throw up any moment now. Pile of guts, body fluids and blood. This is what I have to do. Ah, du hast das zu essen gefunden. Ja. Du hast some bloody meat gefunden. Ja. Das geben wir mal oben den, den Wurstmann, ne? Das ist eine sehr gute Idee. Das ist wie in grünen Tomaten. Haben sie da auch Menschen gegessen? Ja, hä? Hast du den nicht gesehen? Nee. Ich auch nicht. Da ist halt dieses kleine Dorf und da ist dieser eine Nazi-Dude und den bringen sie um und verfüttern einfach an, weil sie wissen nicht, wohin mit der Leiche und die eine hat da so eine Schlachterei und dann geben sie das den ganzen Leuten zu essen. Ich find's ganz gut eigentlich. Ist total... Der Film ist tatsächlich dafür, dass es ein Mädchenfilm ist. Ist das ist nicht mit Whoopi Goldberg? Nee. Grüne Tomaten? Ja, ich dachte. Das mit hier diese anderen älteren Hollywood-Madame. Whoopi Goldberg? Whoopi Goldberg? Jodie Foster? Nee, so eine etwas dickerere. Ich rede mal mit dem Koch. Ich will mal Glenn Close sagen. Aber ich hab I happen to come across this fine piece of beef. Do you think it could be suitable for your purposes? Let's take a look. Yes. Oh. Brilliant. Meat's back on the menu, boys. Thank you, young master. I start cooking right away. My pleasure. Der Akzent ist von null bis... Meinst du mit der Älteren, die in American Horror Story auch mitspielt? Habe ich ja noch nicht gesehen. Also. Nee, das ist... Ach, ist ja auch egal. Ja. Hauptsache Nazi im Fleischwolf zerhackselt und verfüttert. Oder was, ein Polizist? Nazi-Polizist? Irgendwie sowas. Oh, das ist... Oh. Ich finde es ein bisschen unangenehm. Hallo, was machen Sie denn da? Hallo, Sir? Ich finde, das wird überhaupt nicht unangenehm sein. Du hast gerade dem Koch Fleisch gegeben von dem Opa. Ja, wir haben das nicht mitbekommen. Nein. Vielleicht musst du ihn auch umbringen, damit er zermörselt wird. Vielleicht hat er was zurückgelassen im Keller. Ja, wollte ich gerade sagen. Vielleicht kannst du ja so. Die Häckselmaschine. Der Zerhackstücken, der Zerhacker. Ist also billiger, die Leiche so zu entsorgen, ja? Hackfleisch hackende Zerhasser. Der Hackfleisch hackende Zerhasser, der Der Hackfleisch hassende Zerhacker. Zerhacker. Ja. Ja, wo soll ich denn jetzt hin überhaupt? Zurück. Weiß ich auch nicht. Also ich kann jetzt noch mal ins Bad gehen, immer noch Miss Goodwin finden. Ja, aber ich komme nicht hier hin, die Gitter steht. Aber vielleicht kannst du noch mal mit dem Fleischer Heini reden. Oder hier? Ich weiß halt auch nicht, wo die Krankenschwester ist, dummerweise. Ja, die ist weggelaufen. Kannst du hier noch weiter nach rechts nehmen, ne? Nee. Ich glaube, die Namen sind hier Programm von den Leuten, oder? Da ist sie. Sorry. Yum, 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 yum. Boah, wie sieht die denn aus? Meine Güte. Ein bisschen überschminkt. Was macht sie? Ich kann gar nicht mit ihr reden. I have prepared a beautiful dish. Finally, the people will get the food they deserve. Speaking of that, I'm here to see Mrs. Goodwin. Could I take the food to her? Oh, das ist so eklig. X. Oh,
Okay. Sure, kid. Take this dish to her. Thank you, Chef. Hey, Chef. Oh, Kids. Ah, ich habe gerade die Folge geguckt von euch, wo Clyde Chef wieder belebt. Spoiler! Ich weiß noch nicht, wo ich hin soll. Na jetzt. Smell the food? No. Ah, vielleicht doch hier. Room service? Well, sort of. Do you bring food? I'm hungry. Yes. Can I come in, please? Please do. I'll unlock the door. Das ist gar nicht. Das ist aber nicht Miss Goodwin. Nee, wirklich nicht. Aber du kannst durchs Fenster vielleicht. You're not Mrs. Goodwin. Oh, I'm afraid you have the wrong room, dear. Sorry, I didn't mean to sound rude. Here's the food. Thank you, dear. Well, I get go. It's long time anyone came to see me. Oh nein, jetzt ist es los. I'm sorry. I think it was 2 months ago. My grandchild came to see me. I really need. But I haven't heard from him since. Through, I believe, he got married lately. That's nice to hear. With a girl, what was her name again? Was it Helen? I wouldn't know. No, I believe it was Helga. That's nice, but I'm off. Her father got his ankle broken. Den Enkel gebrochen? I wonder if he's all right now. I'm sure he is. Well, take care now. It has been awful windy lately. So viel Bohnen drin in dem Essen. Genau, ja. Paul is going to come early this year. Yeah. I'm sorry, madam. I really, really need to get going now. Oh. Look at me. Tittle tattle again. I understand you must be going now. Yeah. Tittle tattle. Please take this for listening to my nonsense. Kettensäge. Cowbell. Ich habe eine Cowbell bekommen. Das ist ein Cowbell. Warum? Was? Wofür? Was brauchen wir denn? Um die Potato wach zu klingeln. Oh nein, das kann natürlich Kannst sein. Kannst du durchs Fenster? Okay. Nicht, dass er sich erschreckt und tot umfällt. Wahrscheinlich. Dann ist er der Nächste, der auf dem Teller landet. Oh, ich habe was gefunden. Ein Hänger. Hä? Ist das auch eine Abtreibungsklinik hier? Spoiler. So, Opa, jetzt geht's los, ja. Dong, dong, dong. Jetzt gibt's hier Butter bei die Fische. Nee. Wake up! Ist ja viel witziger, wenn er ihn damit Finally. So auf den Kopf gehauen hat. Oh, wow, I can wake him up. I will need higher powers for that. Müssen wir jetzt mal den Teufel beschwören, damit er die Glocke lauter macht, oder was? Wake up! Wie mehr Power? Wie kriegt er da mehr Power drauf? Oh, ist das die. Oh, was ist denn hier los? Sie putzt hinter dem Dings her. Sieht eigentlich ganz nett aus, dafür, dass sie hier das Blut wegwischt. Naja. What's that, dear? Nothing, never mind. Na geil, kannst jetzt alle Leute anklingeln? Look what I got. That's a really fancy hanger, dear. Please don't step here, dear. It's so dirty. Alright, madam. Na gut. Soll ich die auch mal wach klingeln hier? Die sind doch wach. Wake up, old man! Oh man, he's focused on the snow. Hallo? Channel appear, I command you. Nothing. So rede ich mit meinem Fernseher auch immer. Wenn du eine Cowbell dabei hast? Vielleicht musst du hier die olle Nurse damit anklingeln. Sagt sie. Das ist Silent Hill Geräusch ein bisschen. Open Sesame. I can't believe that didn't work. Er ist immer noch so ein bisschen funny auch. Er macht sich selber so einen Spaß dafür, dass er alleine hier langlädt. Oh Mann. Das alles eklig und blutig ist. Soll ich nochmal mit Koch reden? Geigenhumor. I got a hold of this cowbell. I was thinking maybe you could find it useful.
That's nice of you. But I already have a bell to call the staff. Thanks, though. No worries. Was machen wir jetzt mit der alten Glocke? Kann ich vielleicht hier jetzt nochmal den Hänger reinmachen? Ja, vielleicht können wir den irgendjemand hier geben. Ja. Oh. Wenn wir keinen Schlag bekommen, na gut. Vielleicht ist im Keller irgendwas, was du wecken kannst. Aber den Hänger können wir ihm nochmal zeigen. Cthulhu ja? Oder so. Kostet ja nichts. Cthulhu Tagen. Look what I have here. What's that, Antenna? Okay, jetzt wissen wir, wie es was wir machen sollen. No, it's a hanger. Ja. Thanks for the tip anyway. Ja, jetzt wissen wir, was wir machen wollen. Ja. Sollen? Ich weiß. Entweder in den Raum, also es gibt zwei Fernseher. Ah. Ne? Ach, ja. Dann geht die Lampe auf. Hä? Hey, eine Lampe an. Geht eine Lampe an. I won't touch the telly, not even with his hanger. Das ist okay. Eindeutig von Engländern gemacht, ne? Nee, ist ein Finne, glaube ich. Echt, aber Telly ist so... Ja, der hat halt in der Schule genommen, wie wir britisches Englisch gelernt. Television. Television. Da versuche ich mal Glück hier nochmal dem Fernseher, ne? Ja. I think I could bend this hanger to act as an antenna. Ha, it worked. I'm a genius. Ken Bad Cook is airing. Oh, da. Ach, jetzt geht's los hier. Schnell hin da. Frasier ist on. Madlock. Madlock. Alles okay bei euch hier? Simpsons Gag, ey. Krass. Madlock Highway. Ah, Ken Bedlock. My parents used to watch it when I was a kid. So many memories. Ist das nicht der Wrestler? Madlock Expressway. This gotta be Mrs. Goodwin's home. Room. But before I enter, I will find her flower. Oh Mann, ey. That's only polite. Okay, das heißt, wir müssen jetzt nach einer Kuh klingeln und die bringt uns dann eine Blume. Wo kriegen wir denn hier eine Blume her jetzt bitte? Das weiß ich auch nicht. Vielleicht haben die Tapetenblumenmuster, kannst du eine abreißen. Ja, im Hintergrund das Bild. Ja. Der ist ja beim Rocken hier, der hintere Opa. Das ist deine Lieblingssendung. Hallo? Blumen? Fehlt im Keller? Da, wo man Blumen am ehesten antrifft eigentlich, oder? Im Keller auf den Fliesen. Ansonsten wäre ich auch bei Chi und wir können mal gucken, ob hier wo Prielblumen angeklebt sind vielleicht. Oh. Prielblumen habe ich bei meiner Oma in der Küche immer auf die Anrichte geklebt. Stark. Erzähl mir mehr. Genau. Please tell me more. Ich fand das früher toll. Ich erzähl dir jetzt. Jetzt wird es gerade langweilig. Jetzt kann ich dir nämlich meine tolle Tagesgeschichte erzählen. Nein. Nein. Ich war letztens beim Rewe einkaufen. Ja, das ist wirklich ganz witzig. Das ist, ja. Was? Oh, jetzt hier die Blumen klauen. Hat sie Blumen? Hat sie Blumen? Nee, oder? Auf jeden Fall standen vor mir zwei Mädels, ich würde sagen zwischen 25 und 30, und haben halt eingekauft. Und standen dann vor mir an der Kasse. Zwei Mädels. Ja, haben zusammen eingekauft, warum auch immer. Und packten die Sachen aufs Band. Und ich zähle dir jetzt auf, was sie eingekauft haben: eine Gurke, eine Banane, eine Zucchini und Kondome und Sprühsahne. Hä? Das war alles. Dummerweise hat Tom nicht gefragt. Na, habt ihr einen schönen Abend vor? Viel Spaß euch. Also zugezwinkert. Genau. Ah. Alle, hinter denen stand so eine ganze Reihe Männer in der Schlange und alle waren nur am Dauerzwinkern. Alle acht. Ja. Fand ich ziemlich witzig. Ich wäre überhaupt nicht auf den Gedanken gekommen, da irgendwie zwischen Banane, Zucchini und Gurke und Sprühsahne einen Zusammenhang zu sehen. Oh, jetzt enttäuscht aber die Zuschauer ein bisschen. Ja. Ach, boring. Boring. Ah, oh, Mensch, wo ist denn die Blume? Vielleicht hat der eine, frag ihn mal. Vor allem aber nicht kochen, ne? Der hat bisher bei allem geholfen. Au. Nein, nein, aha, nein, nein, haben wir schon alles. Aber wir haben an jetzt in jedem Raum. Ja, wir waren in jedem Raum und... Außer hinter dem vergitterten Raum. Ja. In der vergitterten Raum. Das ist eigentlich auch eine ziemlich...
ziemliche Frechheit, dass er jetzt unbedingt noch eine Blume haben will. Sowas macht man, bevor man in das Altersheim geht und nicht im Altersheim. Wo soll man die jetzt auch herzaubern, ne?